Hallo, mein Name ist Dani Jakoba und ich bin Physiotherapeutin. Ich möchte euch heute näher bringen, wie wichtig es ist, bei Long-Covid-Erkrankungen wieder zu einem physiologischen Atemmuster zu finden. Durch den Fokus auf die Atmung und das Zurückfinden zu einem physiologischen Atemmuster wird die eigene Körperwahrnehmung verbessert. Die eigene Achtsamkeit auf die Atmung zu lenken, stellt einen essentiellen Faktor zur Verbesserung der Lungenfunktion dar und somit auch zur Verbesserung der Belastungssteigerung und der Belastungsfähigkeit der Lunge bei Long-Covid-Erkrankung. Indem wir unsere eigene Aufmerksamkeit auf unsere Atmung und auf unseren Körper lenken, können wir auch besser jene Triggeraktivitäten ausforschen, welche unsere Symptome sehr schnell verschlechtern können. In weiterer Folge können wir dann auch bei diesen Aktivitäten jeweils die Intensität reduzieren, damit dies dann nicht mehr so häufig passiert. Während den Übungen sollten sich die Symptome nicht verschlimmern oder auch keine neuen Symptome auftreten. Ihr könnt natürlich jederzeit gerne zwischendurch Pausen machen, wenn ihr es braucht. Okay, dann schauen wir uns gleich mal unser Atemmuster an. Hierzu rutschen wir auf unserem Stuhl etwas nach vorne, beide Beine sind fest am Boden. Wir richten unser Becken und unseren Oberkörper auf und ziehen die Schultern etwas zurück. Stellt euch vor, dass ihr nach oben gezogen wird. Als nächstes möchten wir nun eine Hand auf den Brustkorb legen und die zweite Hand auf den Bauch. Wir spüren uns einmal etwas hinein. Versucht euch nun mit euren Händen, mit eurer Lunge und dem darunterliegenden Atemfluss zu verbinden. Einatmen, der Brustkorb und der Bauch heben sich an. Ausatmen, beide senkt sich wieder ab. Als nächstes versucht ihr nun die Ausatmung etwas länger zu machen als die Einatmung. Einatmen wieder über die Nase. Ausatmen über den Mund und etwas länger. Noch einmal. Sehr gut. Als letztes stellt ihr euch nur noch vor, wie die Luft beim Einatmen euer ganzes Lungengewebe durchströmt und jede Zelle in eurem Körper mit Sauerstoff versorgt wird, während bei der Ausatmung die gesamte Luft wieder langsam und gleichmäßig aus der Lunge raustransportiert wird. Hierzu könnt ihr nun gerne auch die Augen schließen, damit ihr euch das besser gedanklich vorstellen könnt. Okay, Augen zu. Wir atmen tief durch die Nase ein, Brustkorb hebt sich an und der Bauch wölbt sich nach außen. Ausatmen, langsam und gleichmäßig. Versucht euch den Atemfluss in eurer Lunge gedanklich vorzustellen. Noch zwei Wiederholungen. Okay, dann könnt ihr langsam eure Augen wieder öffnen und die Arme wieder nach unten geben. Sehr gut gemacht. Wie geht es euch? Versucht euch wirklich Zeit zu lassen bei den Übungen. Es sollte euch auf keinen Fall übel oder schwindelig werden. Viel Spaß beim Üben!